Hallo, in diesem kurzen Video soll es darum gehen, wie ich eigentlich meine Kollegen, die Fachlehrer als Klassenlehrerin oder Klassenlehrer oder Stellvertreterin oder Stellvertreter in den Kurs bekomme, in den Klassenkurs. Dafür habe ich jetzt hier mal so einen Testkurs gemacht, der sieht eigentlich anders aus als die Klassenkurse, aber die Vorgänge sind genau dieselben. Wenn ich in diesem Kurs bin, der jetzt zum Beispiel der Kurs sein könnte, 8a, der 9a oder was auch immer, gehe ich hier erstmal auf diese drei Striche, damit sich das hier öffnet. Manchmal ist das schon direkt offen. Und klicke hier auf Teilnehmerinnen. So, jetzt habe ich hier dann die Liste mit den ganzen Teilnehmerinnen und dem Kurs. Das ist hier in diesem Testkurs nur eine Person, das bin nur ich. Ich kann jetzt erstmal gucken, wer alles in meinem Kurs ist, indem ich hier, oder welche Lehrkräfte alles in meinem Kurs sind, indem ich hier die Bezeichnung Rolle, also nur Lehrerin, Rolle Lehrerin eingebe. Dann werden mir hier gefiltert alle Lehrer oder Lehrkräfte angezeigt, die jetzt im Kurs sind. Wenn jetzt Lehrkräfte in dem Kurs sind, die eigentlich hier gar nicht mehr unterrichten, kann ich sie ausschreiben, indem ich hier auf die kleine Mülltonne klicke. Das sollte erst dann passieren, wenn die Lehrkräfte, die ehemals in der Klasse unterrichtet haben, auch ihre Sachen da rausgenommen haben, die sie nicht mehr benötigen. Sonst kann man das natürlich auch mit denen dann absprechen. Wenn ich jetzt sehe, hier fehlen noch Lehrkräfte, dann sollten die eingeschrieben werden. Und das machen am besten die Klassenlehrerinnen, die Klassenlehrer, ist unser Vorschlag, damit das hier am besten verteilt ist. Und dann gehe ich hier auf Nutzerinnen einschreiben, klicke hier die Kursrolle zuweisen Lehrerin ein, damit diese jetzt neu eingeschriebene Person auch die entsprechenden Rechte hat und suche hier die Lehrkraft. Das mache ich hier mal testweise, indem ich Testschüler Marding eingebe, kann jetzt jeder mögliche Lehrkraft sein, die hier jetzt eingeschrieben werden soll, die schon einen Lernraum-Account hat. Und das finde ich jetzt mal, mache ich hier mal so. Und jetzt habe ich, wenn ich hier auf Einschreiben klicke, diese Person unter dieser Rolle eingeschrieben. So. Jetzt habe ich hier in diesem Kurs zwei Personen, einmal mich und einmal den Testschüler und habe hier die entsprechende Rolle zugewiesen. Und jetzt kann ich wieder filtern und suchen Lehrer. Dann kann ich es nochmal anzeigen lassen. Ne, das war jetzt falsch. Ich muss hier eingeben. Rolle Lehrer. Dann wird mir angezeigt, wer hier eben die entsprechende Rolle Lehrer hat. Jetzt, wenn das jetzt so wäre, dass diese Person hier nicht mehr unterrichtet, kann ich eben, wie vorhin schon gesagt, auf die Mülltonne klicken und ausschreiben. Dann ist diese Person wieder raus. Das war's schon, ganz einfach. Und indem ich hier wieder auf den Kursnamen klicke, komme ich wieder zurück. Okay, bis dann.